Moin Moin, hier ist mal wieder Dennis Flensburg. Ich grüße euch. Es geht weiter ab die Kernstadt Finale, Teil 6. Und ich habe mir die Seemaschine Kinze 2800, die Multifrucht gekauft. Und dann habe ich hier vor den Cut Challenger, die als Zugmaschine, also als Zugzecker. Und ich dachte erst, dass das hier an Dings riecht, hier an den Cut, dass das also der ist ja am Rumbacken ist, aber es riecht an der Kinze zu, an den Kinze See, Ausseher, also Ausseher, Fruchtausseher. Also das könnt ihr nachher auch sehen, da ist er noch rum, weil ich habe nachher noch weitergemacht. Und da ich jetzt habe die von Pronto genommen und da funktioniert alles einwandfrei. Sonst hier der Trecker hier, der Cut Challenger, das ist ein schönes Fahrzeug. Hat einen sehr kleinen Wendekreis. Da habe ich mir einen Plügen halt da, weil ich habe das Feld, das was abgeerntet war, geplügt gemacht. Und der hat einen sehr kleinen Wendekreis, da weiß ich noch. Also das funktioniert so mit dem Flügel, welchen Flug hinten dran hatte, aber eben für so einen kleinen Wendekreis habe ich so den langen dran gehabt, den 6,50 Meter Flug. Und da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, weil er so einen kleinen Wendekreis hat. Aber das ist noch nicht in dieser Folge. Das habe ich glaube ich in der nächsten Folge dann erst. Weil ich habe schon eine Folge mehr aufgenommen. Naja, und was sagt ihr jetzt zum Fußballspiel von gestern Abend? Das war ja wohl ein bisschen spannend gewesen, ne? Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und sage bis zur nächsten Folge. Moin Moin, euer Werner aus Flensburg. Ciao, ciao. Und noch einen schönen Sonntag.